So, liebe Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung, wir sind immer noch beim Turm von Babylon zum Himmel hinauf. Wir haben auch schon einiges geschafft, wir haben noch nicht alles zusammengesteckt. Man sieht mich wieder mal nicht, das ist nicht schlimm, dafür sehe ich euch. Tüte Nummer 15 liegt an und somit auch die letzte. Das sieht auch nicht mehr wirklich nach viel aus. Aber das ist viel Kleinzeug. Es ist viel Kleinzeug, das stimmt. Deswegen machen wir das lieber als letzten Part. Und wir legen wieder Wert auf Recycling. Auf jeden Fall. Oh je, oh je. So, wir sind immer noch beim Turm, so wie es aussieht. Ach so, da haben wir jetzt natürlich, ja, da müssen wir aufpassen. Warum? Weil wir jetzt haben wir natürlich die Öffnung hier unten drunter. Es sei denn, wir setzen das einfach mal hier drauf. Ja, aber nur nicht festmachen. Weil nicht festmachen, aber wir können noch arbeiten. Wir wollen. So, jetzt muss ich den Zoom ein bisschen rausnehmen, sonst sehen meine Freunde da draußen nichts. Jetzt müssen wir eh 12 mal was bauen, wie ich das hier sehe. Ah ja. Dafür brauche ich den hier. Den. Wir können ja erstmal alle 12 bauen und dann dran machen. Erstmal alles finden. Erstmal alle 12 bauen und dann dran machen, sage ich dann. Ja. Ansonsten müsst ihr vielleicht doch mal aufstehen, um alles zusammenzusetzen. Aber das kommt wahrscheinlich, um euch zu ärgern. Ganz allein deswegen im letzten Teil. Ihr seht das Teil noch nicht komplett. Das könnt ihr euch von der Backe putzen. So einfach machen wir es euch nicht. Und der letzte Teil kommt auch erst dann, wenn dieses Video 5000 Leute gesehen haben. Das ist so gemein. Mindestens die Hälfte davon als Like, positiv wohlgemerkt. Und wir haben einen Dislike da drin. Und ich möchte wetten, aus Protest wird es jetzt schon einer drücken. Richtig. Also du Protestierender, drück es jetzt oder niemals. Das ist dann die Herausforderung. So. Da ist noch einer. Oh, danke schön. Den letzten sucht man doch immer vergeblich. Wo ist denn noch ein Ding da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hast du jetzt da. Da sind noch welche. Da ist noch der. Es geht so ein bisschen gefummelt hier. Ja, wie gesagt, Kleinzeug. Kleinzeug, ja. Das hört am meisten auf. Ja, logisch. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Also fehlt noch einer. Ja, einen habe ich hier in der Hand, aber mir fehlt gerade die Treppe. Mir noch. Die Treppe kann ich dir. Hier ist er. So, dann. Da. Ja, und ich habe auch meine. So, 2 Stück. So, und die kommen jetzt irgendwo da unten dran. Ja, achso, wir müssen also hier oben denken. Wir müssen jetzt oben gerade denken. Sagen. Aber einer kommt eben hoch und die anderen. Siehst du hier? Also die anderen sind flach. Ja gut, das ist ja okay, aber die kommen alle in diese Richtung. Die kann man auch gar nicht nach unten klappen, wollte ich nochmal sagen. Ja. Boah, Alter. Verändert sich das im Film irgendwie? Ups. Jetzt drücke ich den Turm schon fest. Ja. Es ist halt gerade ein bisschen einfacher zum Aufbauen, weil wir keine Ebene mehr zur Verfügung haben an den unteren Teil. Das liegt aber an der Konstruktion. Da ist nämlich eine schöne Falltür drin. So für den Dachboden. Wenn ihr das nicht gesehen habt, vorletzte und letzte Folge. Hey. Genau. So. Da wird das schon zu sein. So, der letzte macht Eier. So, und das kannst du jetzt. So. Ja, aber das ist ja. Das ist auch nach unten geklappt, jawohl. Ja. So, weg damit. Aber das wird ja noch länger und dann werden sie es ja. Ach so, meinst du das? Mhm. Viermal, siehst du das gleich? Oh, I see. Wir tun. Ja, leg das mal an die Seite. Der Seite. Die länger dabei sind, wissen jetzt, worum es geht. Also, wie gesagt, dann. Ja, am besten wie letztes Mal auch. Ja, jeder macht 2 oder so. Jeder macht 2 und dann immer, bevor wir da weiter blättern sind. Ja.
So, dann wird das quasi die letzte Spitze auch, ne? Was ist das denn zum Teufel? Oje, oje. Das sehe ich gerade auch, ne? Bei drei, ne? Das sind diese Dinger hier. Diese grauen. So. Zwei frei, dann dieses graue. Dann nochmal dieses graue. Sehr merkwürdige Teile. Mhm. Aber irgendwie. Wieso viermal das Ganze? Weil wir vier Spitzen haben. Ja, ja, schon klar. Wieso fragst du dann, wenn es klar ist? Ja, aber. Nee, ich dachte, da wären zwei Teile auf dem Tisch. Das wissen wir erst, wenn wir alle Teile bearbeitet haben. Hä? Was verlangen die da von uns? So, und dann flachen. Da kommt der drauf, da kommt ein Vierer drauf, dann kommt ein langer drauf. Und dann kommt so ein flacher drauf. Und der kommt, ach so ist das. Ah. Ich verstehe. Aber die nicht mit einbauen. Da die DLA für immer drin. Okay. Falls YouTube mal fragt, habt ihr das wirklich selber gemacht? Ja, genau. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, Haare, Speichel. Schweiß ist Schweiß, doch. Schweiß, ja. Würde ich gerade sagen. So, das haben wir. Den muss ich. Den auch. Schalala. Schalala. So. Ach ja, jetzt kommt der Kram wieder. Schon beim zweiten Mal, was? Jo. Aber wenn man es einmal gemacht hat und weiß man noch, wie es geht. In der Regel, wenn man sich nicht gerade verbaut, so wie ich gerade. So, einmal ein Sechser und einmal so ein Glatter. Und einmal drauf. Zack. Du kannst ja schon mal das bauen. Achso, ja, ich wollte nur gucken, dass wir da... Ja, das ist ja wieder was anderes. Ja, ich merk's gerade auch. Sind wir das auch öfter machen? Nö, das steht keine. Glaube ich aber doch. Aber da steht keine mal zwei. Viermal, sicher. Danke. Oh, danke. Völlig enttäuscht, wie kann man nur so viel Lego bauen? Dankeschön. Dankeschön. Wie immer, Dankeschön. Copyright. Genau. Das wird uns öfter passieren. Tja, die wollen es ja nicht ändern. Genau. Oh, guck mal, hier extra so Spitzen dran. Sieht auch geil aus. Ich habe heute Nacht schon von Lego geträumt. Ja, sehr gut. Ich habe gestern alles vorbereitet hier. Hab mir nur gedacht, ob ich hast du nichts vergessen. Hm. Ist ja klar. Ja, jetzt hätten wir noch stundenlang hier rumgewuselt, bevor wir überhaupt einen Handschlag gemacht hätten. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Richtig, aber wir kommen ja gut voran. Vor allem, wenn wir es öfter machen, weiß ich jetzt, welche Sachen ich wohin stellen kann. Richtig. Das ist ja eine ganz andere Aufgabe dann. So, das erste Mal weiß man nie, wie es läuft. Bist du schon bei... Zweiten, ja. Gut. Du kommst ja nicht voran, das bringt ja nichts mit dir. Das hat ja gar keinen Sinn. Ja, ich habe ein bisschen länger gebaut. Für die kleinen Teilchen hier. Ich habe jetzt aber auch einen Fehler gemacht, merke ich gerade. Ich weiß nur noch nicht welchen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Der kommt auf jeden Fall da drauf. Aber warum habe ich dann nur einen frei, weil ich den falschen genommen habe? Ich muss den kurzen nehmen. Ja, den kurzen. Hast du? Ja, lass uns die erst noch zweimal machen, dann kannst du umblättern. Weißt du doch. Ach, ja, noch zweimal, ne? Ja, genau. Ah, okay. Ich wollte es ja nicht wahrhaben. Ich wollte es auch nicht wahrhaben.
Deswegen habe ich ja so gefragt. Noch zweimal. Noch zweimal. Ich werde des Bastelns nicht müde. Das ist wieder der falsche. Das ist ganz schön tricky. Der ist zu kurz. Ich stell dir vor, du musst jeden Tag denselben Mist machen. Jeden Tag? Ja, jeden Tag den Outtank aufbauen. Wäre lustig. Aber dann hast du so eine Routine, dann kannst du das im Schlaf. Ja, irgendwann machst du drei Stück am Tag. Genau. Hey, baut nochmal 10. Okay. Sofort. Gib uns eine Stunde. So. Bist du durch? Letzten Seiten. So, jetzt kommt das. Ach so. Dahin. Ja, jetzt verschmelzt die Liga wieder. Gibst du mir noch so ein? Ja, hier. Eine andere Seite. Eine andere Seite. Ach so, da. Das liegt doch da. Bleiben Sie mal hier schmerzig. Ich will es jetzt noch richtig rum machen, aber ich glaube, so ist es richtig. So. Boah. Das sieht schon geil aus. Da wird noch mal irgendwas drauf gesteckt da unten. So. Das sind nur noch die Kleinigkeiten hier. Also wir nähern uns dem Grand Finale, wie man so schon sagt. Grand Finale. Hä, wie ist das denn gemeint? Ja, guck ich jetzt auch gerade. Das ist da drauf. Ach so, nein, nee. Und dann? Was zum Teufel? Ach, da oben, wa? Ja, sehr. So kommt das. Also wie ich das habe. Nee, du hast das gar nicht. Ach so, ich rede von den Dingen hier unten da, diese Sachen. Ach so, wie macht man das denn? Hier unten drunter habe ich das jetzt gesetzt. So, dann ist das hier, geht das hier weiter. So sehe ich das jetzt. So, ne? Und dann geht das hier so. Ja, genau. So versetzt, ne? Ein bisschen merkwürdig, aber. Das hat schon seine Richtigkeit. Natürlich, wenn der Plan das so sagt. Ja, guck, das wird ja so stehen. Ja. Dann ist das ja richtig. Dann machen wir noch einen. So, und dann kommen ja noch diese Platten da drauf. Und noch mehr. Ach ja, die vier, ne? Genau. Dann haben wir wieder kein Zeug übrig. Tja. Und das muss jetzt irgendwie dran gefriemelt werden. Das muss. Ach so, dafür sind die Dinger hier. Dafür sind die hier. Zack. Wo hast du das jetzt dran gemacht? Da oben? An diesen. Ach du Wahnsinn, ey. Aber ich zoome mal ein bisschen raus, dass die Leute auch sehen, was wir hier machen. Also, wir setzen jetzt quasi die Flügel, die wir gerade gebaut haben, an die Hälfte des Turmes. Die andere Hälfte steht noch dahinter. Wir haben es noch nicht zusammen gebastelt. Alter Falter. Und jetzt muss das auch noch ein bisschen hochgeklappt sein. Ja, kann man ja machen. Und wegen der Optik auch. Geil. Tja, da würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut und wir bauen das gleich mal kurz zusammen und dann zeigen wir euch. Sind wir mal fertig? Ja. Ja. Und dann zeigen wir euch den kompletten Rest, würde ich sagen. Genau. Ja? In dem Sinne.